So, nur kurz zur Info. Das Spiel ist natürlich abgeschmiert. Und ich habe jetzt keine Lust mehr. Hat auch damit zu tun, dass ich gerade nach einer Lösung, also ich wollte eigentlich gucken, ob es einen Schnellspeicherknopf gibt, damit ich speichern und dann beenden kann. Wollte ich am PC meines Vaters machen und es hat sich herausgestellt, hey, der PC fährt nicht mehr hoch. Yay! Jetzt so mitten in der Nacht stellen wir fest, Computer meines Vaters ist kaputt. Datensicherung kennt der nicht, deswegen haben wir jetzt noch ein größeres Problem und deshalb habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr aufzunehmen. Ja, dann werde ich jetzt wohl die tolle Aufnahmesession, auf die ich mich gefreut habe, auf morgen Abend verschieben. Okay, dann war's das erstmal mit den Sims für heute. Ovare. Aloha und weiter im Text mit den Sims 3. Nach diesem Absturz habe ich einen Moment lang überlegt, ob ich die Aufnahme einfach lösche und so tue, als ob gar nichts passiert wäre. Aber ich habe mich dazu entschieden, diesen Absturz zu nutzen. Na, zu nutzen klingt jetzt blöd. Aber ja, ich habe hier ein bisschen umgebaut, sieht man vielleicht. Ich habe dafür gesorgt, dass die beiden hier in dem... Hallo, Maus, dass die beiden hier in dem hübschen Zimmer schlafen. Hier ist das Hochzeitsfoto von den beiden. Und hier haben wir das Hochzeitsfoto der beiden. Auch ein bisschen weniger kindlich habe ich dieses Schlafzimmer jetzt eingerichtet. Ja, und dann habe ich hier dieses hübsche Bild von Milena und Günther hängen, das ja auch so schön in Schwarz-Weiß auch noch gehalten ist. Ja, und dann habe ich zwei Familien einziehen lassen. Die eine war, glaube ich, hier irgendwo. Weiß ich jetzt gar nicht, wo ich die hab hinziehen lassen. Nee, Moment. Liebert hier, das ist die eine Familie. Ihr dürft nachladen. Bitte. So, da haben wir die kleine Sabine. Klaus, der nicht laden will. Und Maximilian. Doch, Klaus hat jetzt geladen. So, das ist die Familie Liebert. Und ich habe noch ein paar Frivolitäten eingebaut. Uhuhu. Und zwar diese Gesellschaft hier. Upsa. Ja, mit denen habe ich noch ein bisschen was vor. Und zwar haben wir hier Max Winter, Leila Gloom, ihre Zwillingsschwester Mira Gloom und Kira Lawrence. So, die wohnen jetzt hier. Sehr schön machen die beiden das. Tschüss. Oh, Galinda ist... Quatsch, Galinda. Milena ist wach. Oh, die Katze hat sie bestimmt geweckt. Das ist aber nicht in Ordnung. Nicht wecken, nicht wecken. Kitty. Ja, und ihn hier habe ich auch noch mal bei der Gelegenheit eingekleidet. Ihr könnt noch ein bisschen schlafen. Wow, Züge. So. Sie ist jetzt offiziell wach und kann Frühstück servieren. Herumrennen ist in Ordnung, wecken ist nicht in Ordnung.
Ich lasse mal ein bisschen vorspulen. So, das sind, glaube ich, die Dankes, die Hochzeitsgeschenke für die beiden hier. Sehr schön machst du das. Läuft ja super. Ich erinnere mich, dass es hier schmutzig wurde. Kitty kann dann mal hier ein Beute ranschleichen. Und hier... Okay, und Mephisto kann ein bisschen spielen. So. So, Günther kann auch mal aufstehen und Melena ebenfalls. Nee, ebenfalls. Du kannst auch mal aufstehen. Das ist ein richtig hübsches Foto hier. Love. Aber nicht. Vor allem hat sich Melena im Vergleich zu ihrer Jugend schon ein bisschen geändert. Verändert mit dem Haarknoten und so. So. Duschen, säubern, Zähne putzen. Dann kannst du das raushängen, obwohl es nichts bringen wird. Ihr seid doch schon zusammengezogen. Manchmal verstehe ich die Sims nicht. So, du sollst dann auf jeden Fall den Fotografie-Tabcast hören. Kannst dich dann hier hinsetzen und lesen. Wieso? Wow. Gewitter ist eine gruselige Geschichte. Lalalala. Was machst du jetzt? Nein, du... Fängt der Nächste an. Aber er kann ja hier mit Kitty mal spielen. Das wünscht er sich ja. Du kannst darunter nicht erkunden. Natürlich kannst du, oder hast du keinen Platz? So, Melena räumt ein bisschen auf und dann... Ernten. Garten pflegen. Ah ne, du wolltest ein Schwangerschaftsbuch lesen, genau.
No. Okay. Du kannst dann nochmal aufs Klo gehen und dann fährst du mal hier hin und besuchst diesen Haushalt. Maxim ist gerade im Schwimmbad. Okay, wer ist das denn hier? Sie werden wir mal resetten. Oh, upsa. Ach Mist. Reset Sim. Esmeralda Greenwood. So. So, ein Monsieur ist im Schwimmbad. Ja, ups. Was ist denn hier los? Ah, okay. Dann gucken wir mal kurz. Wir haben ja nur ein Schwimmbad, ne? Also müsste der ja hier irgendwo sein, der Maxim. Da ist er, glaube ich, sogar. Oder? Ja. Maxim? Habe ich Maxim gesagt? Ich meinte natürlich Max. Okay. Ein Schwangerschaftsbuch, das ist in Ordnung. Und dann kannst du, oder steigt dein Spaß? Ja, dein Spaß steigt. Dann kannst du noch ein bisschen kochen lernen. So. So. Folgen wir ihr mal. So, das können wir mal wegmachen, weil gratulieren ist jetzt nicht mehr aktuell. Da ist er. Den begrüßen wir mal. Und er ist schon durchnässt. Super! Yay, die beiden fühlen sich zueinander hingezogen. Das ist sehr schön. Huch! Und die sind schon Freunde. Einmal kurz kennengelernt und schon sind sie Freunde. Warum nicht? Okay, dann fragen wir mal, ob er Single ist. Okay. Ganz unverfänglich. Huch. Die Sprechblase kommt mit dem Regenschirm nicht klar. So, Max ist ein guter Küsser. Er liebt die Hitze. Er ist ein hoffnungsloser Romantiker. Ach was. Sachen gibt's. Ja, jetzt ist er auch durchnässt. Sind sie wenigstens beide durchnässt. Wow. Da ist ein Blitz eingeschlagen. Schön. Okay, Melena, wir kümmern uns mal parallel dazu noch ein bisschen um unsere Leutchen hier. Melena müsste sich mal umziehen, da sie durchnässt ist. Und er kann da mal ein bisschen mit Melena interagieren, damit sein Charisma-Level steigt.
Charisma Level 7 hat sie soeben erreicht. Okay. So, mach ich mal ein Geschenk. Plemplem. Er ist kokett. Sachen gibt's. Wer seid ihr denn?